Was ist agil oder Agilität? Alles, was wir heutzutage eigentlich als agil bezeichnen, ist in den 90er Jahren entstanden und Ursprung ist im Softwareentwicklungsbereich. Softwareentwicklung ist von Natur aus komplex und von daher hat eigentlich diese lineare Denkweise nie richtig funktioniert und dort sind dann eben neue Ideen entstanden. Also Extreme Programming, Feature-Driven Development, Crystal, Alistair Coburn und so weiter haben das Ganze dann eben, sind es anders angegangen und zum Gucken, wie es funktioniert, wenn wir mehr iterativ, inkrementell arbeiten. Und von dem her hat Agilität so seine Ursprünge quasi alles in den 90er Jahren. Und der Begriff Agilität geht eigentlich zurück auf das Agile Manifesto Februar 2001. Da haben sich dann die wir heute Agilisten nennen, die Personen getroffen im Snowboard Skiing Resort in Utah und gesagt habe, was haben wir gemeinsam? Und dadurch ist dann das Agile Manifesto entstanden. Und seitdem nennt man das, was wir quasi in der Software dort gemacht haben, agil. Für mich persönlich ist aber Agilität eher, ich unterscheide gerne zwischen agil groß geschrieben und agil klein geschrieben, also quasi das Nomen oder die Tätigkeit, also das Verb. Und für mich ist Agilität eigentlich in der Hinsicht mehr das agile Leben denken. Weil wenn ich wirklich eine agile Denkweise habe, dann kommt meine richtige Handlungsweise automatisch. Dann brauche ich keine Disziplin, dann muss ich mich nicht dazu zwingen, gewisse Sachen zu machen, sondern das ist einfach komplett automatisch gegeben. Ja. Es ist wie die Denkweise über einen gesunden Lebensstil. Ja. Ich nehme automatisch das Fahrrad, ich nehme nicht das Auto, ich esse das, ich esse nicht das. Und ich muss mich dazu nicht überwinden, sondern es passiert automatisch, weil die Denkweise eben vorhanden ist. Und das ist für mich so wirklich so die Agilität, die ich auch sehe, die ich in die Firma hineinbringen möchte. Zuerst auf einer Teamebene, dass die Leute verstehen, was Agilität ist, das spüren, erfahren können, umsetzen in der Arbeit und dann auch die Vorteile davon sehen. Und wenn ich mal die Vorteile davon gesehen habe, dann meist, wie gesagt, dann bin ich überzeugt davon. Dann bin ich davon absolut dabei. Jetzt auf einer Firmenebene geht es natürlich noch einen Schritt weiter. Was ist die Denkweise oder einer Firma? Und das ist letztendlich die Firmenkultur. Also wenn ich eine Firma agil machen möchte, muss ich letztendlich die darunterliegende Firmenkultur dementsprechend auch anpassen. Was ich auch interessant finde, so die Agilität, also die Erfindung von Scrum, die Entwicklung von Scrum geht eigentlich zurück auf ein White Paper von 86, Nonaka und der andere Name fällt mir gerade nicht ein, The New Product Development Game, Harvard Business Review und dort beschreiben sie quasi erfolgreiche Produkte, wie die entwickelt worden sind und dieses Paper war die Inspiration von Ken und Jeff dann eben in den 90er Jahren Scrum zum Entwickeln. Scrum, wie wir es heute kennen, ist 1995 auf der Upsala-Konferenz in Austin, Texas der Welt vorgestellt worden. Und das finde ich eben auch faszinierend. Das sind jetzt 28 Jahre. Aber davor gab es auch schon agile Methoden, die Extreme Programming, ja, auch so die Zeit herum, vielleicht sogar 93. Und in der Zwischenzeit sind so viele Sachen gekommen und wieder gegangen. Aber die Agilität ist nach wie vor da. Und das ist für mich so dieser wichtige Punkt eben auch, weil Agilität ist für mich eben diese Denkweise als anstatt ein Pack an Büchern, eine Software und eine Anleitung. Und das ist für mich das, was Agilität wirklich ausmacht und warum Agilität nach wie vor auch nach 30 Jahren in etwa immer noch vorhanden ist. In der Zwischenzeit sind viele Sachen, wie gesagt, gekommen und wiederum verschwunden. Und ich denke mir, die Agilität in dieser Weise wird auch bestehen bleiben, weil es kann für eine Firma nie schlecht sein, agil zu handeln und zu denken, mehr auf Kundenwünsche, besser und häufiger darauf eingehen zu können.